Oh!
Heute zu Gast bei mir Alexander Schneider, unser jüngster oder fast jüngster Kaderspieler, der im Stammkader von den 14 Spielern am Blankett immer steht. Alexander, für dich ist es, glaube ich, besonders schwer. Du spielst 19, du spielst Farmteam und teilweise erste Mannschaft. Ist für dich mit Schule noch vereinbar? Es ist vereinbar, soweit es geht, ja. Es ist zwar manchmal schwierig mit der Schule, den Tag muss ich doch vorangeben, aber ich schaue, dass ich es zusammenbringe, dass ich so oft wie möglich aufs Training kommen kann. Und ja, es wird sich ausgehen, noch lange. Das hoffen wir auch. Du bist einer unserer jungen Spieler und unsere Hoffnungsträger für die Zukunft. Freust du dich auf die Bundesliga, wenn wir es schaffen? Natürlich freue ich mich auf U21. Das ist sicher ein großes Ziel, dass wir wieder vom Farmteam die Leute zusammenbekommen und vielleicht von der ersten ein paar runter, dass wir eine gute Mannschaft formen können, die wir dann vielleicht aufbauen können und ein paar Leute in die Bundesliga-Mannschaft aufbringen können. Das wäre sicher ein Ziel von mir selber und von der ganzen Mannschaft persönlich. Ich denke auch, also das Ziel unseres Vereins, dass wir die jungen Spieler halten und mit diesen jungen Spielern eben den Aufstieg schaffen und auch die vermehrt einsetzen. Deine, kannst du sagen, weiteren sportlichen Ziele, wenn du weiter schaust, 4, 5 Jahre, wo möchtest du hin? Das ist schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall mich weiterentwickeln, sicher mal in Stockerau am Platz in der Kampfmannschaft haben. Alles, was darüber hinausgeht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Muss ich auch schauen, wie ich mich selber weiterentwickle, wie sich das mit der Schule weiterentwickelt, wie weit ich aufs Training kommen kann, wie weit ich mich da weiterentwickeln kann. Aber es gibt sicher Ziele, Kampfmannschaft, HLA eventuell, wenn es sich ausgeht. Ja. HLA ist ein fernes Ziel, aber ein tolles Ziel. Geht sich für dich sicher aus, wenn im Alter her geht. Wir werden das es schaffen. Ich sehr, ich wünsche dir viel Gutes. Danke. Ciao. Okay.